Das ist Fußball. Faszinierend, begeisternd, aber auch brutal für den Verlierer in der K.O.-Runde. Und damit guten Tag zu Die Welt am Ball. Blicken wir auf den Überraschungssieger Türkei gegen den horsehohen Favoriten Österreich. Was für ein Jubel. Tausende Fans der türkischen Nationalmannschaft feierten ausgelassen den 2-1-Sieg ihres Teams und damit den Einzug ins EM-Viertelfinale. Mit Glück und noch mehr Emotionen und Leidenschaft schafften die Türken den Sieg gegen die Ösis. Der Kudamm in Berlin. Ein Meer aus roten Fahnen und singenden Menschen. Bis in die Morgenstunden dauert die Party der Türkei-Anhänger überall im Land. Vereinzelt muss die Polizei eingreifen, weil in der Menge Pyrotechnik gezündet wird. Überwiegend wird einfach ausgelassen gefeiert. 3:0 und nicht nur in Wien schwant den Österreichern Böses. Die einzigen zwei Vorwürfe sind zu wenig aus den Torchancen gemacht. Ab und zu auch den besser postierten freien Mann nicht gesehen. Und zweimal bei den Standardsituationen, bei den Eckbällen einfach nicht gut verteidigt. Es war eine spektakuläre Parade. Vielleicht die beste, die ich mit meinen eigenen Augen bisher gesehen habe. Und Mert verdient das. Er ist unser ältester Spieler, der uns anführt und den Weg zum Erfolg weist. Es macht mich sehr glücklich, dass ihm diese Parade gelungen ist. Vielleicht war heute das Glück auch auf unserer Seite, aber das Glück haben die Jungs sich hart erarbeitet. Das türkische Herz, das ich auf dem Platz gesehen habe, das ist der Grund, weshalb ich mich in dieses Land verliebt habe. Jetzt kein Halt mehr ist. Ich kann nicht mehr. Ich habe so laut geschrien, mein Hals tut weh, mein Nacken tut weh, weil ich die ganze Zeit nach oben gucken musste. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Am Ende war ein bisschen zwar so hektisch für uns, aber trotzdem, wir haben gewonnen. Wir sind glücklich, jetzt gehen wir cool am Feiern. Gesagt, getan. Die Türkei steht im Viertelfinale. Spätestens jetzt scheint auch für die Fans alles möglich. Nächster Gegner sind am Samstag in Berlin die Niederlande. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf war gestern beim Spiel natürlich in Leipzig mit dabei. Steffen, wir beide Ur-Berliner, wir kennen ja die Feierlichkeiten von türkischen Fans hier in der Hauptstadt. Ich habe sie auch vergangene Nacht gesehen. Wie war es denn in Leipzig? Hast du ein Auge zubekommen? Also ja, sogar zwei habe ich zubekommen. Rund ums Stadion natürlich die Hölle los. Nach dem Spiel in der Innenstadt, da ging es eigentlich. Autokorso ja, aber nicht bis 1 Uhr nachts, so wie in Berlin. Das lag auch so ein bisschen am Wetter, ein ziemlich nasser Abend. Und als solcher wird es, glaube ich, auch dann in die Geschichtsbücher eingehen, zumindest in die türkischen. Also nicht die Völkerschlacht von Leipzig, sondern die Regenschlacht von Leipzig. Und dieser unbändige Wille, der aber ganz schön, was ein paar Fans zu mir heute Morgen gesagt haben. Wir haben ja noch ein zweites Eisen im Feuer und das ist das deutsche Team. Steffen, nun spielt also die Türkei gegen die Niederlande hier bei uns in Berlin im Olympiastadion am kommenden Samstag. Und du hast ja schon so viel Fanlager erlebt, muss man tatsächlich so sagen. Hast unzählige Bierduschen über deinen Kopf bekommen, hast den Kilt besonders intensiv dir anschauen können bei den Schotten zum Anfang der EM. Wenn du jetzt auf dieses Spiel 21 Uhr am Samstag schaust, was wird da sein? Wird das ein neuer Höhepunkt der Fans sein, den wir bei der EM erleben können? Also was die Fans angeht, ist ja diese EM wirklich traumhaft, muss man sagen, mit den Fanmärschen, die wir hier gesehen haben in Leipzig. Gestern die Österreicher und die Türken gleichzeitig unterwegs gewesen. Wir haben die Holländer, wir haben die Ungarn, wir haben die Deutschen erlebt, die im Übrigen schon wieder an ihrer Choreografie für Stuttgart arbeiten. Also insofern, glaube ich, können wir uns da auf einiges gefasst machen, natürlich auch in Berlin. Und Berlin, wir erinnern uns an die deutsch-türkischen Länderspiele. Eigentlich Heimspiel Deutschland, unterm Strich im Olympiastadion war es immer ein Heimspiel für die Türkei. Auch im letzten November beispielsweise war das so der Fall. Und das wird, glaube ich, auch diesmal so sein, dass da die türkische Mannschaft auf jeden Fall einen Fanvorteil im Stadion hat. 71.000 Zuschauer, der Großteil, der wird mit Sicherheit das rote Trikot tragen der türkischen Mannschaft. Also insofern im Stadion selbst, glaube ich, klares Übergewicht. Außerhalb des Stadions müssen wir gar nicht drüber sprechen, was da in Berlin los sein dürfte. Ob das dann reicht gegen die Niederländer, ist wieder was anderes. Die wieder erstarkten, wieder auferstandenen Niederländer, die, glaube ich, auch ein gehöriges Selbstbewusstsein mitbringen werden ins Spiel. Also die türkischen Fans natürlich davon überzeugt, jetzt geht's nach Berlin und zwar einmal und dann noch ein zweites Mal zum Endspiel. Aber ich denke, ähnlich werden auch die Niederländer denken.
Tja, die Holländer träumen ja schon davon, nach 1988 endlich mal wieder Europameister werden und endlich mal wieder das auch gerechnet in Deutschland zu schaffen. Steffen, danke dir nach Leipzig. Und zugeschaltet ist mir nun Johannes Johnny Ertl. Er ist ehemaliger Fußballprofi in Österreich und auch in der englischen Premier League und nun ausgewiesener Fußballexperte in der Alpenrepublik. Guten Tag, Johnny. Hallo, Carsten. Wie schmerzt es denn sehr, die Österreicher jetzt, dieses jähe Ende? Man hat ja schon gedacht, man zieht ins Finale ein und könnt vielleicht sogar gewinnen. Ihr seid so hochgejubelt worden. Ich kann dir eins sagen, das österreichische Fußballherz ist absolut gebrochen. Also die Sterne waren ja zum Greifen da, nachdem man so eine wunderbare Gruppenphase gespielt hat, die Polen gewonnen, dann 3-2 Niederlande und dann schaut man sich an, wo man positioniert ist. Du weißt, Achtelfinale zum Greifen, Viertelfinale, Halbfinale und ja, der Traum könnte ja wirklich da sein unter Ralf Rangnick. Aber ja, es ist eine Bauchlandung geworden und die tut unendlich weh. Vor allem dieser Spielverlauf, wie das Spiel begonnen hat, gegen Ende auch raus, dieser wunderbare Save auch des türkischen Tormanns. Also ja, Fußball Österreich ist zurzeit ja am Boden zerstört. Johnny, 21-6 Torschüsse für Österreich, phasenweise drückendes Powerplay. Warum hat es dann mit der Durchschlagskraft am Ende gefehlt? Ich glaube, man muss wirklich die Tribut auch zollen den Türken, wie sie gespielt haben. Ralf Rangnick hat vor dem Spiel gesagt, wir müssen mit einem heißen Herz und einem kühlen Kopf spielen. Wenn man weiß, wie aggressiv auch die Türken spielen. Und ich glaube, das haben die Türken wunderbar umgesetzt. Sie haben etatmäßig nicht hundertprozentig gut aufstellen können, haben ein paar Sperren gehabt. Aber die Mannschaft war wirklich homogen und zusammen und haben das taktisch extrem gut gelöst gegen uns. Das erste Tor hat ihnen natürlich in den Karten gespielt. Das war ein richtiger Schock für Österreich. Wir sind dann aber rausgekommen, postwendend, haben gute Chancen kreiert. Aber die Effizienz vor dem Tor, die hat gestern absolut gefehlt. Und wir haben dann den Druck auch aufgebaut, zweite Halbzeit dann versucht, nach vorne zu spielen. Und es waren diese Momente, wo einfach man sagt, der letzte Pass war nicht sauber genug. Oder das Quäntchen Glück am Ende bei dieser Großchance, die vereiselt wurde vom türkischen Tormann, dass wir am Ende nicht aufgestiegen sind. Wir haben uns wirklich viel vorgenommen. Und der Ralf Rangnick war auch wirklich in den letzten beiden Jahren ein wunderbarer Fortschritt zu sehen in Fußball Österreich. Und ja, es wäre viel mehr drinnen gewesen, aber so ist Fußball. Also die Türken haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht und sind dann auch schlussendlich verdient aufgestiegen. Das finde ich interessant. Hausaufgaben, lag es vielleicht auch daran, dass die Türken sich nochmal nicht so abschlachten lassen wollten wie im letzten Spiel gegen Österreich? Da haben sie schließlich 6-1 verloren. Ja, es war vor allem die taktische Grundordnung der Österreicher. Dieser Matchplan konnte dann von Ralf Rangnick nicht ganz umgesetzt werden, weil natürlich die Türken durch das erste Tor sich ein bisschen zurückfallen haben lassen. Dadurch war unseren Umschaltmomenten das vertikale Spiel nicht so griffig wie sonst. Er hat dann umgestellt in der Halbzeit, hat mit Michael Gregoritsch einen zusätzlichen Stürmer auch hineingebracht, um eben mehr Präsenz in der Box auch zu bringen. Das hat auch dann gut funktioniert. Wir haben mit Marko Arnautović eine Großchance vorgefunden. Er hätte den besser chippen sollen, hat nicht aufgeschaut und wieder der türkische Torhüter Meret ist da rausgekommen und war für mich sowieso Man of the Match. Und hinten raus, das 2-0 hat dann wehgetan, vor allem wieder aus einer Standardsituation. Güler extrem gefährlich getreten und da hat die Zuordnung nicht gepasst bei unserer Box. Und hinten raus, du weißt, alles probiert, aber es wollte einfach nicht funktionieren. Aber Ralf Rangnick steht überhaupt nicht zur Disposition, oder? Ja, überhaupt nicht. Also, du weißt, er hat auch den Bayern einen Korb gegeben. Er hat sich klar definiert und hat gesagt, er möchte in Fußball Österreich bleiben. Er kennt ja auch das Land. Er kennt die Spieler, er kennt das System und er kennt einfach die Philosophie, die er ja schon vor längerer Zeit mit Red Bull Salzburg nach Österreich gebracht hat. Also er passt auch sehr gut. Er bringt eine unglaubliche Klarheit in das Land, eine Struktur und ist sehr angesehen. Tut mir weh, ehrlich. Sehr viel hat er sich vorgenommen, auch das ganze Team. Und es waren gestern extrem viel Tränen da. Wir konnten es gar nicht glauben. In den Interviews danach haben wir gesprochen von surreal, das gibt's ja nicht. Sind wir tatsächlich schon ausgeschieden? Denn der Flieger ist ja gerade erst abgehoben. Man wollte ja weiter fliegen und weiter rauf und dann, bums, ist gestern gegangen mit dem Achtelfinal aus. Aber er wird noch weiter da bleiben. Er hat noch große Ziele vor sich. Die Kaderstruktur ist gut, auch das Alter, die Spieler, wo sie spielen.
dass sie noch richtig im Saft sind. Also ich glaube, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft können wir uns freuen auf ein hungriges Team unter Ralf Rangnick. Johnny Ertel, danke für deine Analyse, Johnny. Und jetzt heißt es natürlich, den Deutschen die Daumen drücken. Okay, versprochen? Sehr gerne, ja. Ich bin dabei beim Daumen drücken. Danke dir vielmals. So, und dieses Spiel, das wollen wir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Vor allen Dingen auch das zweite Spiel, das es ja gestern gegeben hat. Marian Grunden ist zu mir ins Studio gekommen. Und Marian, du hast dir mal die Tore angeschaut. Wir haben ja gestern das Spiel Türkei gegen Österreich, das schnellste Achtelfinaltor ever gesehen. Ja, es war rasant und diese EM, die ja ist gewissermaßen gezeichnet von diesen rasanten Toren. Vier der schnellsten Tore sind tatsächlich bei dieser EM jetzt passiert und wir wollen das Ganze aber natürlich auch nochmal einordnen und uns die Tabelle anschauen. Tatsächlich war es nämlich so, dass Albanien, das sehen wir bestimmt gleich, schon nach 22 Sekunden das erste Mal ein Tor geschossen hat bei dieser EM 2024. Und ich hoffe, das sehen wir jetzt gleich genau. Hier sehen wir es eben, Bajrami gegen Italien nach 22 Sekunden das Tor getroffen. Dann eben gestern Demiral, Türkei gegen Österreich, auch nach 57 Sekunden das Tor getroffen. Das geht dann so weiter und wir sehen eben hier unten die Partien, auch Tielemans für Belgien nach 73 Sekunden und dann auch Georgien gegen Portugal nach 91 Sekunden. Und all das nur bei dieser EM 2024. Also wenn das Turnier so rasant bleibt, dann können wir uns auf einiges gefasst machen. Wir wollen uns aber auch noch mal die Mannschaften, die Spiele anschauen. Ne? Genau, das ist ja jetzt genau. Das Interessante, also wie es jetzt weitergeht. Wie geht es jetzt weiter? Natürlich für uns gegen Spanien. Stuttgart, da werden wir auf die Spanier treffen. Wird ein sehr spannendes Duell sein. Hamburg dann, Portugal gegen Frankreich. Aber, Marian, ganz wichtig an dieser Stelle, Spanien hat noch nie bei einer WM oder EM gegen den Gastgeber gewonnen. Und Carsten, ich hoffe, das bleibt so. Ja, das muss so bleiben, selbstverständlich. Also, wir glauben dran, ne? Und dann natürlich Portugal gegen Frankreich in Hamburg. Wird wahrscheinlich auch sehr spannend. Mbappé, der auf Cristiano Ronaldo treffen wird. In Berlin dann, du hast eben schon drüber gesprochen, Niederlande gegen die Türkei. Und das wird dann natürlich auch sehr, sehr spannend sein. Und wir wollen natürlich noch mal drauf schauen. England und die Schweiz. Ganz besonders interessant hier natürlich dieses Duell der Mittelfeldspieler Bellingham und Xhaka. Bellingham 2024 die Champions League noch mal geholt. Xhaka mit Bayer Leverkusen dann tatsächlich den deutschen Meister und den deutschen Pokalsieger geholt. Also dieses Duell, das wird sicherlich hoch, hoch interessant. Ja, wobei Xhaka im letzten Spiel war nicht so dolle, aber das kann auch ganz gut sein. Aber wir wollen natürlich auch das zweite Spiel gestern gucken. Niederlande gegen Rumänien. Und da muss man einfach sagen, die Niederländer, die haben das Spiel wirklich beherrscht. Zum ersten Mal seit 16 Jahren ziehen die Niederlande wieder in ein EM-Viertelfinale ein. Und das hochverdient. Ja, aber Marian, das andere Viertelfinalspiel, Frankreich gegen Portugal, da sehen wir zwei Fußball-Superstars. Den bitterlich weinenden Ronaldo, mal gespannt, ob er wieder weinen wird, aber Mbappé. Ja, da ist die große Frage, wird das die Wachablöse? Also die beiden, die kennen sich auf jeden Fall. Hier sehen wir den ganz, ganz jungen Mbappé mit Cristiano Ronaldo. Aber man muss dazu sagen, tatsächlich hat er bisher in keinem Spiel jemals gegen Ronaldo gewonnen. Ob das jetzt so bleibt oder ob Ronaldo wieder nicht trifft und dann, naja, wieder in Tränen ausbrechen wird, weil Mbappé, sein kleiner, großer Fan, ihn dann doch rauskickt. Naja, wir werden sehen. Die sind 14 Jahre auseinander, Ronaldo 39 und Mbappé 25. Also ich bin gespannt, vor allen Dingen auch, ob Mbappé da wieder mit seiner Maske spielt. Aber vielleicht noch ein anderes Thema. Wir spielen gegen Spanien und wir haben ja Spanien-Legionäre in der deutschen Mannschaft. Wie viel haben wir denn insgesamt? Absolut, vier insgesamt. Und ich sag mal so, die kennen sich wirklich aus. Schauen wir auf Toni Kroos. Und bei dem muss man ja sagen, das könnte bei ihm immer auch das letzte Spiel sein. Das heißt, er wird natürlich alles geben, aber er kennt sich in Spanien aus. 10 Jahre bei Real Madrid gewesen. Im Prinzip alles gewonnen, was man gewinnen kann. Also für ihn jetzt natürlich auch der Ehrgeiz, diesen krönenden Abschluss hier zu holen. Mit Antonio Rüdiger, den kennt er auch von Real Madrid. Und Marc-André Ter Stegen spielt zwar nicht, aber auch er beim FC Barcelona gewesen und Spieler der Saison. Also die sind alle sehr, sehr beliebt, auch in Spanien. Ilkay Gündoğan natürlich auch, FC Barcelona. Die kennen Spanien. Hoffen wir, die nutzen dieses Wissen. Ist lustig, ne? Also Rüdiger und Kroos Teamkollegen und Ter Stegen und Gündoğan auch Teamkollegen. Also da müsste ja eigentlich ein bisschen was abfallen. Hoffen wir, sie nutzen dieses Wissen
um die Spanier zurück nach Spanien zu schicken. Das wäre gut, das ist ein gutes Stichwort. Aber wir müssen natürlich auch auf die Ausnahmetalente schauen, die Supertalente, die Deutschland und Spanien haben. Für die deutsche Mannschaft sind das natürlich Musiala und Wirtz. Und für Spanien sind das Williams Junior und Lamine Jamal. Schon beim ersten vollen Training vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien war zu spüren, das Nagelsmann-Team ist richtig heiß. Erfahrung soll den jugendlichen Sturm und Drang der Spanier stoppen. Vor allem ihn, Fußball-Wunderkind Lamine Jamal, 16 Jahre alt. Sowohl bei Barcelona als auch der spanischen Nationalmannschaft hat er sich blitzschnell in die Startelf gespielt. Der Junge hat eine brutale Qualität, aber ich glaube, am Ende des Tages ist er auch knackbar oder man kann ihn auch verteidigen. Man muss nur einen Weg finden. Ausbremsen sollen ihn unter anderem Jamal Musiala und Florian Wirtz. Das deutsche Duo hat bereits den Spitznamen Musiala. Zusätzlich dürften defensiv Bollwerke wie Antonio Rüdiger und Robert Andrich bei den Spaniern für Respekt sorgen. Wir sind sehr ehrgeizig und wollen weiterhin Meilensteine erreichen. Aber das Ziel ist immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Denn wir wissen, dass wir gegen Deutschland auf eine andere Fußballmacht treffen. Gemeinsam mit dem 21-jährigen Linksaußen Nico Williams mit der markanten Zöpfchenfrisur fordert Jamal die Deutschen heraus. Das Wamal-Duo schießt fast alle Standards. Das sind zwei sehr, sehr starke Spieler. Dribbelstarke Spieler für, ja, deren Alter, vor allem mit 16 schon so Fußball spielen zu können, ist schon sehr beeindruckend. Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien wird so zum Showdown mehrerer Supertalente. Und die könnten mit ihrem packenden Spiel eine ganze Fußballgeneration prägen. Und unser Nationalmannschaftsreporter Christian Ballfuß darf natürlich nicht fehlen. Er ist weiter am EM-Quartier in Herzogenaurach. Christian, heute die Presse vom Training ausgeschlossen. Also was bereitet Nagelsmann vor? Ja, das ist zwei Tage vor dem Spiel ist das hier immer so, dass die Mannschaft ein sogenanntes Geheimtraining macht. Dementsprechend wissen wir ja auch nicht, was sie dann davor haben. Aber wir können spekulieren, dass dort nochmal es um die Feinabstimmung geht, insbesondere um die Spieler, auch die ihr angesprochen habt, gerade die beiden schnellen Außen, Jamal und Williams. Und was der Bundestrainer sich überlegt, wie er dagegen die deutsche Mannschaft einstellen will. Ich vermute mal, es wird bei den Außenverteidigern bleiben, Kimmich sowieso. Aber ich denke, dass auch David Raum seinen Platz behält. Er war ja durchaus überraschend in das Team gerückt im letzten Spiel gegen Dänemark auf der linken Seite. Hat es sehr, sehr gut gemacht. Der hat viel Tempo, der hat sehr viel positive Energie. Auch, der hat auch ein bisschen mehr internationale Erfahrung als Maxi Mittelstädt. Also ich würde denken, das wird die Möglichkeit sein, die Jürgen Nagelsmann nutzen will, um auch den weit aufschiebenden nach vorne David Raum zu haben, der dann auch die Seite der Spanier dort beschäftigt. Also so oder so, es wird taktisch, spielerisch, kämpferisch und von der Leidenschaft her, glaube ich, der Fans ein ganz hervorragendes Spiel werden. Christian, eine schöne Anekdote. Das Spiel findet ja am Freitag in Stuttgart statt und die DFB-Elf darf nicht in ihr Lieblingshotel ins Steigenberger, das ist ja mitten in der Stadt und hat ja auch Glück gebracht im ersten Spiel in Stuttgart für die Nationalmannschaft. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Haben die nicht genug Zimmer oder was? Ja, das klingt erstmal so nebensächlich und ach Gott, das Hotel und so, aber das ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste Punkt zu diesem Spiel, aber ist auch nicht zu unterschätzen von der Atmosphäre. Das Hotel in der Innenstadt liegt in der Nähe des Bahnhofs und beim letzten Mal in Stuttgart sind dort die deutschen Fans vorbeimarschiert, der Fanmarsch. Zigtausende sind da am Hotel vorbeigelaufen und die Spieler konnten sich das angucken, haben von der Atmosphäre etwas mitnehmen können in das Spiel. Es war ja auch im Stadion wirklich eine hervorragende Atmosphäre in Stuttgart. So, nun sitzen sie im Hotel am Flughafen. Da vermute ich mal, wird sich der Fanmarsch nicht ganz hinbewegen. Der Hintergrund ist, dass die UEFA die Hotels zuteilt. Es sind also vorher festgelegt, welche Hotels für die Mannschaften da sind. Und die Heimmannschaft hatte in diesem Fall sozusagen das Erstzugriffsrecht. Und dieses haben die Spanier benutzt oder genutzt und sind in dem Hotel dann jetzt in der Innenstadt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die deutschen Fans sich vielleicht überlegen, bei den Spaniern vorbeizulaufen, um denen zu zeigen, wir sind hier, wir machen hier heute Abend richtig Alarm. Gucken wir mal, was da passiert. Aber es ist nicht spielentscheidend vermutlich, aber es ist zumindest ein kleiner Nachteil, das denke ich schon. Naja, wenn sie dann da beim Steigenberger langziehen und richtig schön deutsche Songs anstimmen, dann werden die Spanier schon beeindruckt sein. Christian, danke nach Herzogenaurach. Und zugeschaltet ist mir nun Pascal Martin, er ist Schiedsrichter und Fußball-Influencer. Guten Tag, Herr Martin. Einen wunderschönen guten Tag. Wie erleben Sie denn das Niveau der Schiedsrichterleistungen bei dieser EM? Da wird ja bereits heftig diskutiert.
Ja, also ich muss sagen, am Ende des Tages finde ich, dass wir eine Gesamtleistung haben, die auf jeden Fall sehr, sehr gut aussieht. Natürlich gibt es immer die ein oder andere Situation, wo sich einige Fußballfans darüber beschweren. Aber ich finde einfach, wir sollten mal mehr auf das Gesamtbild gucken. Und ich finde einfach, insgesamt muss man sagen, dass wir dort einige Schiris haben, die echt eine souveräne Leistung abgeliefert haben. Aber immer wieder spielt auch der Videobeweis eine Rolle. Und der ist ja wirklich höchst umstritten. Die Spiele werden dadurch immer wieder unterbrochen, werden dann mit langen Nachspielzeiten noch weiter aufgebläht. Wie würden Sie denn diese Debatte beurteilen? Ist der Videobeweis wirklich so wichtig? Ja, also ich verstehe natürlich jeden Fußballfan da draußen, wenn es immer so lange dauert, es passiert ein Tor und dann wird nochmal alles überprüft und dann hatten wir die Situation gehabt, dann wird geguckt, okay, ein kleiner Zeh ist vielleicht im Absatz oder so, aber ich finde auch dort sollten wir mal eher darauf gucken, wie oft hat uns der VAR einfach auch aus Fehlern wieder rausgeholt und hat diese Fehler wieder besser gemacht und ich finde einfach insgesamt finde ich schon, dass der VAR schon sehr, sehr wichtig ist, ja, um halt einfach große Fehler wieder besser zu machen. Natürlich passieren auch dort Fehler, aber dort muss man auch einfach sagen, dort sitzen Menschen am Ende des Tages hinter, die nun mal auch ihre Fehler machen. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in meinen persönlichen Augen für so einen großen Wettbewerb. Aber die Kommunikation wurde ja auch neu geregelt. Das heißt also, der Unparteiische darf jetzt nur noch mit dem Kapitän diskutieren und geht ein Spieler dazwischen, kriegt er gleich eine gelbe Karte. Das haben wir auch gesehen. Ist es nicht ein bisschen kleinlich? Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde, das ist mit einer der besten Einführungen gewesen, die man so machen kann, weil man merkt jetzt einfach, es gehen gar, also fast ja keine Spieler mehr auf den Schiedsrichter los und fangen auch gar nicht mehr an zu diskutieren. Es ist nur noch ein einziger Spieler und das ist der Kapitän, der mit dem Schiedsrichter diskutiert oder nur mal mit ihm redet. Und das ist halt nun mal, finde ich persönlich, einfach das, was wir sehen wollen und nicht, dass 8 bis 10 Spieler auf dem Schiri losrennen und anfangen, mit ihm zu diskutieren. Deswegen finde ich persönlich, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einführung gewesen. Aber diese ganzen Technik-Goodies, die wir jetzt im Fußball haben, irgendwie, ich finde, das macht das Spiel kaputt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Ja, der eine sieht das so, der andere sieht das so. Wie gesagt, ich bin auch großer Fußballfan und verfolge schon seit Jahren Fußball und regt mich natürlich auch drüber auf. Aber ich muss einfach im Großen und Ganzen sagen, nochmal, wir haben es ja mittlerweile auch mitbekommen bei so vielen Spielen, wie oft uns der VR einfach aus Situationen wieder rausgeholt hat, wo halt einfach große Fehler passiert sind. Und ich finde deshalb einfach, ist es schon wichtig gewesen, jetzt zum Beispiel Thema VR, das Ganze so einzuführen, mit dem VR zu arbeiten. Und ja, ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Pascal Martin, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen als Schiedsrichter zu den Leistungen der Referees bei der Fußball-Europameisterschaft bisher. Immer gern. Und Sie sehen es bereits, also auch heute findet kein Spiel statt. Es ist spielfrei und trotzdem gibt es genug zu berichten in unserer Welt am Ball. Ich verabschiede mich von Ihnen, danke für Ihr Interesse und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Pünktlich dann ab 6 Uhr in die Welt am Morgen. Bis dann. Auf Wiedersehen.